Hallo, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dungeon Siege. Hier in Gletschertal werden wir jetzt mit allen Leuten reden und neue Quests annehmen und alles, was man sonst hier noch so macht. Lelling Marell, könnt ihr nicht sehen, dass ich Kundschaft habe? Jemand hat im Verlauf der letzten Woche die Geister der Toten gestört. Jetzt habe ich alle Hände voll zu tun, um sie mit Waren zu versorgen. Wenn ihr etwas braucht, müsst ihr mit Olog reden. Er ist diese Woche für alle lebenden Kunden zuständig. Haben wir schon gemacht. Und dann haben wir noch den Lehrling Ardun. Meister Onok wird mir in den Kragen gehen. Ich habe eine Trilogie über Fedwares Weg ausgedehnt und 2 der 3 Bücher an Freunde weiterverliehen. Aber jetzt weiß ich nicht mehr an wen. Onok gestattet mir nicht zu gehen, während er im Laden ist. Aber ich bin sicher, dass er jeden Moment die fehlenden Bücher entdecken wird. Habt ihr vielleicht ein paar Minuten Zeit, um euch für mich in der Stadt ein wenig umzuhören? Ihr seid sehr freundlich, Fremder. Ich würde euch gerne für eure Mühen entlohnen. Hier ist eines der Bücher, damit ihr wisst, wie sie aussehen. Fedwares Weg Band 3. Ne? Das heißt, wir haben 3 Bänder zum Lesen. Wir werden uns also erstmal alle 3 Bänder suchen. Und dann werden wir sie durchlesen. Legionswächter, sieht aus, als hättet ihr genug eigene Kämpfe durchgestanden, mein Freund. Na, mit etwas Glück bieten die vom Statthalter geplanten Gegner von den Stoff für Geschichten, die ich noch meinen Enkeln erzählen kann. Wenn ihr nach Gletschertal gekommen seid, um Zuflucht zu suchen, so habt ihr die richtige Wahl getroffen. Der Statthalter hat alle Patrouillen her zurückbeordert, um einen Gegenangriff vorzubereiten. Nur in der Feste von Krot und der Burg Eb werdet ihr mehr Legionäre finden als hier. Nichts hier. Eins weiß ich auf jeden Fall, ist irgendwo hier bei den Mühlen. Da kann man sich nach oben fahren lassen. Du bleibst noch schön unten. Und ein Buch ist hier oben irgendwo. Bogenschütze der Legion. Hedda, was habt ihr hier zu... Ah, ihr habt also eines der Fedwares-Bücher. Guter Stoff, ich bin gerade mit diesem Band hier fertig geworden. Ich borge ihn euch, aber ihr müsst in diesen Zauberling zurückgeben, wenn ihr damit fertig seid. Thanks. Band 1. Und das andere habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung, wo das ist. Ich weiß immer nur, dieser Turm, der ist mir sowas von in Erinnerung geblieben. Unglaublich. Gehen wir erstmal ins Gasthaus hinein. Zum glücklichen Hurges ist der Statthalter. Irgendwo. Javelina, verfluchte Männer, sogar einem Hund in den Farben der Legion wird der Statthalter eine Audienz gewähren. Aber er hört nicht auf seine eigene Nichte. Ich habe Magier Merrick in meinen Träumen gesehen, gefangen in den Eishöhlen im Norden. Seit Generationen hat meine Familie Traumseher hervorgebracht. Und was muss ich tun? Schrubben, kochen und Gäste bieten. Und das war's dann. Oh. Good day to you. I'm glad someone will finally be permitted to do something. Kilarila Liorond. Ich möchte einfach nach Stormwich zurückkehren, aber der Statthalter meint, die Straße wäre noch wenigstens eine Woche nicht sicher. Wache außer Dienst. Der Statthalter will anscheinend überall westlich von Gletschertal Truppen verstärken und überlässt Hauptmann Tarisch gerade noch eine Kompanie, um die Drog zu bekämpfen. Tarisch ist brillant, aber das genügt nicht. Es war seit Jahrhunderten nicht mehr nötig, die Drog zu bekämpfen. Aber wenn sie so kämpfen, wie sie schmieden, dann wird es ein harter Kampf. Ibsen Yamas, Statthalter. Beim Drachen, da habe ich einen guten Kampf verpasst. Ha! Die Legionäre berichten, jenseits des Berges sei es noch schlimmer. Drogbogenschützen plündern Dörfer im Osten. Krugplünderer suchen irgendein verfluchtes magisches Artefakt. Da braucht man kein Seher zu sein. Angefangen hat das alles mit dem Verschwinden von Großmagier Merrick. Die Wirtin sagt, sie wisse, wo er ist. Aber ich sage euch, Merrick ist tot oder eine Geisel unserer kriegslustigen Freunde im Osten. Wenn ihr ihn findet, habt ihr auch die Ursache für diese Malesche. Ich begrüße ja eure Hilfsbereitschaft, Soldat, aber ich muss jetzt eine Schlacht hier planen. Wenn ihr euch nützlich machen wollt, verstärkt die Männer in der Feste von Krot. Geht einfach der Nase nach durch die Eishöhlen, dann kommt ihr schon hin. 2 Aufträge erfüllt und ich habe eine Stärke gewonnen. Leutnant Scheer. Die Crux waren schon immer nur Spielball irgendwelcher Opportunisten. Mir ist nur nicht klar, wie es die Goblins geschafft haben, sie so aufzustacheln. Es muss eine andere Erklärung für all diese Probleme geben. Wenn neue Berichte über die Vorgänge im Westen zutreffen, sind wir euch zu großem Dank verpflichtet. Der Statthalter muss unseren nächsten Zug neu überdenken. Wenn Merrick von den Goblins festgehalten wird, müssen wir ihre Festung im Sumpf des Ostens so rasch wie möglich finden. Dann haben wir auf jeden Fall 2 erledigt, glaube ich. Hier haben wir Kapitel 3, die Suche nach Merrick. Bücherrückgabe, Suche nach Merrick, verstärkt Festung von Krot. Kroduk! Häuptling,
sagen, Krodo bringe Karawane sich an Königreich Eb. Ich bringe nach Stonebridge. Dann Maultierfresser Crux brennen Stadt. Fahrer stehlen Wagen, nehmen Gold von Krodo und laufen weg. Krodo folgen nach Gletschertal, aber nicht weiter folgen können. Krodo helfen dir, wenn du Krodo helfen. Krodo gut in Schlagen, hauen, machen kaputt alles, du mögen. Hat eine Nahkampfstufe von 8, aber danke. Du denke nach, Krodok warten, sein hier, wenn du bereit für groß, stark Krieger, ja, gut, gut, wir warten, wir treffen später. Lorun. Wenn der Stadthalter meint, er muss euch auf eine Selbstmordmission schicken, will ich schauen, wie ich euch helfen kann. Ich bin der beste Magier der Gegend, zwar bin ich alt, aber ich habe schon Goblins mit magischem Feuer geröstet, als euer Großvater ein Junge war. Wenn ihr das Gold habt, um meine Rechnungen hier zu begleichen, können wir gehen, bevor ihr Funkelhöhle sagen könnt. Na, wie wär's? Neuen Kampfzauber, danke. Ein Wahnsinniger seid ihr, aber wie ihr wollt, ich werde hier sein, wenn ihr zur Besinnung kommt. Aliara Walton. Soweit ich weiß, hat der Stadthalter die Patrouillen von Fedwells Weg abgezogen, um genug Truppen zum Schutz von Funkelhöhle in Stonebridge zu haben. Das heißt, dass das Zeichen der Mannen der Könige vorige Woche hier erschienen ist. Ich habe den Hauptmann danach gefragt und habe dafür von ihm eine extra Woche Patrouillendienst aufgemummt bekommen. Ich weiß immer noch nicht, warum es von allen so totgeschwiegen wird. Nun gut. Zu tot oder lebst du? Schlafen alle. Fwyn Gilverstitch. Tut mir leid, aber wir sind nicht auf so viele Legionäre außer Dienst eingestellt. Könnt ihr hier warten, bis wir wieder etwas frei haben? Wenn der Stadthalter mich nicht in den Dienst zurückberufen hätte, würde ich jetzt selig in meinem eigenen Bett schlafen und nicht in diesem vermaledeiten Gang. Was doof, wa? Und nichts dran ändern. Alle schlafen, alle schön mit Sachen und Rüstung. Oh, das ist natürlich cool. Bequemer kann es gar nicht sein. Schön eine Eisenrüstung. Oh, schön bequem ist das. Ich kann mir nichts Besseres vorstellen, als schön am Abend in meiner Eisenrüstung zu liegen. Bogenschütze der Legion. Du fantasierst. Das passiert gelegentlich auf langen Märschen. Ich schwöre bei allen Sternen, dass ich auf den Marsch hierher von unserem Posten bei den Höhen einem Furok gesehen habe. Ja, ich auch. Schmiede Eisenschmelze. Fulton. Ah, ein junger Held, der die Welt retten will. Dasselbe Glitzern hatte ich auch mal in den Augen. Hab ein paar ziemlich heftige Kämpfe erlebt, bevor ich das Schwert in den Nagel gehängt habe. Und vor allem hat man in diesem Handwerk wenig zu erzählen. Bis vor kurzem jedenfalls. Jetzt braut sich etwas Übles zusammen. Ich kann es fast spüren. Ihr wollt also die Eishöhlen? Recht rutschige Angelegenheit. Dann findet ihr eine gute Ausrüstung. Interesse an meiner Ware? Verteidigung 9. Ne, das ist leider Kampfzauber, Naturzauber, Naturzauber. Nichts von Relevanz. Warte. Rüstung? Nope. Nope. Echt alles Schrott waren, das soll ich mitnehmen. Ich will gerne eine Rüstung mit Vertreibung haben. 35 bis 35. Ja, sehr interessante Waffen auf jeden Fall. Mit einer Nahkampffähigkeit 41 bis 58. 16 bis 11 Schaden dazu. Kostet 13.000 Gold. 1 bis 4 Stichschadenspunkte hinzu. Ja, okay, also eigentlich 40 bis 54 Schaden hätte das Ding normalerweise. Von 51 bis 76 auf 67 bis 87, das heißt viel Basic Damage dazu bekommen. Ein Schild noch, 21. Ne, tatsächlich sind die anderen nicht so geil. Den würde ich behalten wollen. Ah, die Waffe ist... alles egal. Weg damit. Orlov. Ich musste anfangen, für den Schmied zu arbeiten, damit ich mein Zimmer im glücklichen Hugis bezahlen kann. Mein Keller wurde von gewaltigen Frostbestien heimgesucht und jedes Mal, wenn ich meine eigene Tür öffnete, wurde ich von Wölfen angegriffen. Ich weiß nicht, wann ich endlich heimkehren kann, aber Fulton braucht seit Abzug der Legion Hilfe und hat angeboten, mir seine Abenteuerausrüstung zu leihen, solange ich weiter meine Arbeit gut mache. Na, ihr scheint ja recht hartnäckig zu sein.
In meinem Keller befinden sich eine Truhe und einige Kisten. Wenn ihr die Monster dort aus dem Weg schaffen könnt, dürft ihr behalten, was ihr findet. Mein Haus befindet sich nördlich von hier im Wald. Aber sehr gerne. Hauptmann der Legionäre. Forten ist der beste Schmied der gesamten Gegend. Gut, dass er Zeit zum Instandsetzen meiner Ausrüstung hat, obwohl er sich mit all den Reservisten in der Stadt abgeben muss. Gut, was haben wir sonst noch so? Die Kathedrale hatten wir schon. Ein Büchlein fehlt noch. Wen haben wir hier? Eine neue Waffe auf jeden Fall. Elio. Hey, habt ihr zu Hause Säcke vor den Türen? Macht die Tür zu. Ah, ihr interessiert euch für Bücher, oder? Um ehrlich zu sein, hier habe ich eins, das mir Adun geliehen hat. Richtet ihm meinen Dank aus. Da haben wir auf jeden Fall alle Bänder. Bevor ich sie mal wiedergebe, möchte ich sie alle erstmal lesen. Ich weiß gar nicht, ob ich sie behalten kann oder weggeben muss wieder. Immer wieder einen Reittierverleih. Gilbert Noir. Ihr wollt den... Ein Maultier kaufen, ein nettes, zahmes Tierchen, das man im Regen stehen lassen und mit einer Wagenladung verpacken kann und nur füttert, wenn es ihm gerade so passt? Ha! Kein Wunder, dass wir keine Yaks mehr verkaufen. Tut mir einen Gefallen, nehmt eines dieser wertlosen Viecher, für das ich ein Vermögen bezahlt habe, damit ich diese formale Deite reich bald verlassen kann. Nee. Muss ich ja bezahlen. Dann geht es wieder raus, wir gehen dann ganz kurz mal hier hoch. Was dieser Legionär noch zu sagen hat. Tut mir leid, dieser Bereich ist ihr Wissen untersagt. Lasst mich auf meiner Wache in Frieden. Tschüss. Hat die Sau mich einfach wieder runtergeschickt, wa? Ist ja Wahnsinn. Das geht ja mal gar nicht. Aber es muss ja im Gletschertal trotzdem noch jemanden geben, oder? Ada. Hier oben geht's noch lang, oder? Ah ja, hier. Ey, da fehlt noch. Muss entsprechend dann hier sein, oder? Ey, der Flussstern. So schlecht ist es auch wieder nicht, während den Unruhen hier stationiert zu sein. Lieber stehe ich hier einen halben Tag lang in der Kälte herum, als kreuz und quer durch die grünen Bergeräuber zu jagen. Quatsch, kann nicht klicken. War zu behindert. Na, ihr seid mal ein neues Gesicht. Habt ihr es von Stormwitch bis hierher geschafft? Man erzählt sich ja so einiges. Ich hoffe für euch, dass ihr nur hier in Gletschertal etwas wollt, denn über den östlichen Sumpf hinaus kommt ihr jetzt nicht mehr weit, nachdem wir die Patrouillen abgezogen haben. Eure Neuigkeiten sind willkommen, auch wenn sie zweischneidig sind. Meine Schwester am Leben, aber mein Heim fast zerstört. Wie edel, einer fremden Nachricht trotz all der Angriffe zu überbringen. Was kann ich euch als Gegenleistung anbieten? Dieser Ring wurde meinem Vater gegeben, als er einige Minnesänger aus einem Hinterhalt der Trogs rettete. Vielleicht ist es an der Zeit, dass jemand ihn trägt, der seiner wert ist. Ich habe nichts getan, um ihn mir zu verdienen. Ich möchte euch nur bitten, ihn an einen würdigen Menschen weiterzugeben, der ihn im Namen meines Vaters tragen wird, wenn er für euch nicht mehr von Nutzen ist. Lloyds Ring. Rüstung plus 3, na immerhin, nehme ich mit. Viel Glück auf eurem Weg. Alles klar, auch hier, jede einzelne Mission erledigt. Bücherregabe, so normal, verstärkte Festung, Krot und heimatloser Schmied. Hier haben wir auf jeden Fall noch einen Keller. Sind hier die Gegend, sind das die gewesen, die der heimatlose Schmied? Nee, ne, eigentlich nicht. Oder? Uff, geht's denn da lang? Na. Ja. Da wurde es mir angezeigt. Lass mal wieder einen neuen Save nutzen. Was sind denn die anderen Spielstände? Welche Zeit hatte die denn gehabt? 9 Stunden 17 in der Eishöhle. Und da bin ich... Ja, wir sind auch schon bei 5,5 Stunden. Das ist auch nicht wenig. Okay, was ist das hier für eine Höhle? What the fuck? Okay, das sagt mir gar nichts. Aber hier geht es auf jeden Fall nicht weiter. Huch, Hallöchen. Ein Furok-Schlitzer.
Aber wir machen ihm einfach mal 70 Damage. Average 70 Damage. Okay, was ist der Sinn dahinter? Hier sind zwei Furoks gewesen. Ich weiß nicht, ob das gewesen ist, was ich machen sollte für ihn. Aber geht's hier nicht weiter. 30 bis 43 Schaden. Na, ist nicht so viel. Nicht mal ansatzweise. Aber er meint sicherlich eher seine Hütte außerhalb der Stadt. Nicht hier drin. Wo er die Unterstützung braucht. Mhm. Ja, war sonst nichts. Ein sehr mysteriöses Haus auf jeden Fall. Mhm. So, damit haben wir, glaube ich, alle abgegrast, oder? Wir werden ein bisschen den Fog of War ein bisschen ausmerzen hier. Den Nebel des Krieges. Damit wir wirklich alles abgegrast haben. Wir waren bei der Wachturm gewesen, ne? Was haben wir hier noch Schönes? Nichts. Ja, war der Wachturm, oder? Ja. Sehr schön. Dann haben wir das jetzt alles erledigt. Ne, hier geht's noch lang. Da war ich noch nicht gewesen. Und mir geht's scheinbar auch nur um das Haus herum. Ich sehe immer diese schwarzen Flecken noch da, sind nervvoll. So. Naja, in der Wildnis ist okay. Jetzt haben wir alle drei Bücher, die wir erstmal lesen wollen würden, bevor ich sie abgebe. Aber nach Lesen ist mir tatsächlich aktuell nicht zumute in dieser Folge. Deswegen, meine lieben Freunde, werden wir an dieser Stelle erst einmal... Wollte ich das hier verkauft haben? Das Glücksamulett eigentlich auch, oder? Geschicklichkeit. Neuigkeit von Fernwaffen. Das ist halt doof. Aber Rüstungswert ist auch praktisch. Schwierig. Wir behalten es erstmal hier. Good luck to you. Und dann würde ich sagen, meine Freunde, machen wir an dieser Stelle erstmal eine kleine Pause. Es wird etwas, ist etwas kürzer, der Part mit 17,5 Minuten. Aber meine Stimme braucht gerade etwas Ruhe, bevor wir uns die drei Bänder beim nächsten Mal durchlesen und sie abgeben werden. Und dann ab in die Eishöhlen wandern werden, meine lieben Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal da wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.